Einen schönen guten Tag und willkommen zurück bei Skyhaven. Nächste Folge, ein bisschen weiter habe ich noch gespielt. Hab auch noch ein bisschen was erforscht. Und zwar Rabatt. Ah, und hier bin ich mir unsicher, weil die letzte Aufnahme und das letzte Mal spielen bei mir schon ein paar Tage her ist. Aber wir haben jetzt alles, was Asphalt betrifft. Also Start- und Landebahn, Asphaltrampen und auch den Rabatt schon. Der ist gar nicht mal so unwichtig. Und ich forsche tatsächlich hier gerade auch nochmal den nächsten Rabatt. 10% auf alles. Außer Tiernahrung. Die gibt's hier aber nicht. So. Ah, mir graut's ein wenig davor, weil das ganz große Problem ist. Die neuen Landebahnen, und das ist eigentlich das größte Problem, sind unfassbar lang. Also ihr seht, die sind mal ganz entspannt ein Drittel länger. Und das führt zu dem Problem, also ich könnte jetzt hier ganz locker zwei Landebahnen hinsetzen. Aber ich kriege hier keine Startbahn hin. Weil dafür fehlt es einfach sowas von an Platz. Ja, das ist krass. Ich könnte das Gebiet hier dazu kaufen, dann wird es aber auch schon wieder relativ knapp im Geld. Ich habe mir jetzt eine andere Idee überlegt. Boah, da muss ich alles umbauen. Da muss ich alles umbauen. Und ich habe nur 72.000 Dollar. Gut, notfalls gehe ich über Kredite. Warte mal, ich mach mal die Kameraposition so irgendwie besser. So ein bisschen weiter oben. Okay, das heißt, wir müssen erstmal Platz schaffen. Ich pack das mal alles hier vorne erstmal an die Straße ran. Müssen wir dann später nochmal neu setzen. Keine Angst, die ganzen Verbindungen, die jetzt noch da sind, die werden gleich alle weg sein. Ja, den setzen wir einfach mal hier hin. So, zack, du kommst mal dahin. Bei dir bin ich mir ehrlicherweise unsicher. Zack, und der Ramp Agent kommt auch weg. So, Freunde der Sonne. Oh Gott, wird das schlimm. Hasst mich bitte nicht. Hasst mich bitte nicht. Die könnte man wahrscheinlich sogar lassen. Ja, du musst auf jeden Fall weg. Du musst auf jeden Fall weg. So, das hier geht alles weg. Das wird alles abgerissen. Oh Gott. Oh Gott, wird das schlimm. Aber ich habe keine andere Möglichkeit. Weil ich kann die Sachen leider nicht erweitern. Achso, und was leider auch nicht geht, deswegen komme ich ehrlicherweise nur darauf. Wenn wir hier die besseren, wie heißen die hier? Vorfeld-Taxiwege bauen wollen. Das geht auf diese alten Dinger nicht. Ihr seht, das überschneidet sich. Also ich müsste im Notfall hier so ein Mühe raus und dann kann ich das umswitchen. Finde ich scheiße. Deswegen reiße ich alles ab. So, ganz, ganz schlimm ist übrigens der Abriss von den Dingern hier, weil wir müssen den gesamten Zeitplan neu machen. Da möchte ich aber sowieso auch noch was neu, also generell was anders machen. Oh, ja. So. So, okay. So, starten wir wieder von vorne. Oh, scheiße. Das geht auch alles weg. Fische gehen weg. So. Gut. Willkommen im Jahr 1923. Wir bauen einen neuen Flughafen. Zum zweiten. Ah, jetzt muss ich überlegen, wie ich baue. Ja. Okay. Wir bauen eine Landebahn. Nein. Wir bauen eine Startbahn. Du wirst bitte zur Landebahn. Weil wir brauchen... Das habe ich übrigens mal getestet. Es ist unfassbar gut. Zwei Landebahn zu haben. Also ich habe keinerlei Strafen mehr bezahlt und bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden damit. So. Das können wir, glaube ich, hier hinbauen. Jetzt müssen wir gucken, dass das vom Platz her passt. Ja, passt perfekt.
Nee. Da muss es hin, ne? Ja. Genau, da kommen sie an. Warte mal. Ankunft, Abflug. Zack und zack. Jawohl. Könnte man sogar noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. So, jetzt hätte ich gern einen Teil für die ganzen Frachtschiffe. Für die ganzen Frachtflugzeuge. Den würde ich tatsächlich hier hinten in Alt bauen. Also in der Tonart Alt. 8 Stück. Warte mal, mal überlegen, wie ich es baue. Das geht, ne? Ja. 3. Oh, Dicker, geh da ran. Jo, perfekt. So, perfekt. Haben wir. Dann machen wir die Verbindung. Hahaha. Ganz, ganz verrückte Idee. Ich überlege gerade. Ich baue das so. Das hier wird Abflug. Das ist Ankunft. Das, scheiße, muss ich drehen. Die können wir auch nebeneinander bauen. So, Ankunft, Abflug. So, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall eine Verbindung hier hinten bauen. Und wir müssen eine Verbindung hier bauen. So, ihr kommt da raus. Oh mein Gott. Also, wir würden hier ankommen. Dann würden sich die Flugzeuge verteilen. Nee, das macht keinen Sinn. Die sind alle nicht angeschlossen. Hier die Verbindung. Wieso sehe ich die Verbindung hier nicht? Warte mal, ich reiß das hier nochmal ab. So, jetzt müsstet ihr aber alle angeschlossen sein. Gut, ihr habt gerade noch keine Abflugmöglichkeit. Warte mal, und dann gehen wir mit allen Flugzeugen hier lang. Gehen dann hier parallel und hier auf die Abflugbahn. Keine Verbindung zur Ankunft. So, jetzt. Genau, ihr seid alle nicht angebunden. Das ist aber problemlos. Denn wir machen... Wir machen eine Verbindung... Die hier ist unwichtiger tatsächlich. Wir setzen die ganzen da hinten hin. Und hier möchte ich gerne auch parallel zu der Straße, zu der Bahn gehen. Und jetzt hoffe ich, dass hier irgendwann mal, ja, wunderbar, eine Verbindung kommt. So, dann haben wir nämlich das, 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 das. Und dann kommen einmal, der nicht, Luftfrachtlager. Einmal dahin. Du kriegst die Verbindung zu den. Muss ich mal gucken. Wir haben hier 5. Reichen 5? Ja, die Frage stellt sich nicht, weil wir können maximal nur 5 haben. Okay. Und dann brauchen wir noch jemanden mit Treibstoff. Achso. Warte. Zack. Oh, den Pinörek da kann ich nicht abreißen. Ist egal. So, anschalten und du kriegst auch diese hier. Den schalten wir an. Ja, ja, alles gut. Oh ja, ich habe, glaube ich, den gesamten Treibstoff jetzt verloren.
weil ich die umgesetzt habe. Uff, das hatte ich umsetztlich. Ja, das muss ich nochmal gleich nachordern. Ist egal. Okay, dann haben wir das. So, das hier wird unser kleiner Frachtbereich. Also für die ungeplanten Flüge. Ist nicht Fracht. Da können auch... Nee, stimmt. Passagiere kann ich gar nicht mehr annehmen dafür. Die würden aber eh hier drüben landen. So, und jetzt kommt... Und das ist das super teure. Der Bereich mit den neuen... größeren... Slots. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich es baue. Ich habe so eine grobe Idee. Und zwar würde ich... Wir gehen hier parallel. Und ich... Banane wie? Ich mache da erstmal das so. So, dann hätte ich gerne... Shit, das muss ich jetzt mal kurz planen. Falscher Standort. Ich bin nicht mehr unsicher, ob das geht. Okay, warte mal. Was passiert, wenn... das geht nämlich nicht. Schade. Guck mal, ich kann die so zusammenfügen. Ja, okay, das finde ich gar nicht so verkehrt. Und zwar würde ich gerne jetzt 4 Passagiere. Eigentlich hätte ich die hier gerne nebeneinander, aber das wird nicht funktionieren. Ich mache hier 4 Passagiere hin. So. Dann gibt es die Verbindung so. Das muss weg. So, da kommen die Passagiere hin. Und dann machen wir 2 hier hin. Oder, naja, mal gucken, wie viele da hinpassen. Kann man das nochmal verschieben? Du musst relativ nah hier ran. Oh Gott, war das falscher. So, warte mal, reißen das nochmal ab. Verkehrt rum. Wieso geht denn das nicht daran? So, ich ziehe das jetzt mal so weit wie möglich. Verkehrt rum. Verkehrt rum. 2. Oh shit, vielleicht muss ich das nochmal umbauen. Mann! 3. Ja, das muss ich auf jeden Fall umbauen. Oder ich lasse es bei 3. Dann mache ich 4 Passagiere. Sag mal, wie viele Passagiere hatten wir? Wir hatten noch 8, oder nicht? Ich hatte doch super viele Passagiere. Dann machen wir hier... Dann machen wir es anders. Sorry, du musst wieder umziehen. Du kannst jetzt aber schon mal hier in die Mitte kommen. Wie viel Geld haben wir noch? 45.000. Ich muss dran denken, dass wir unbedingt noch... Treibstoff und sowas kaufen müssen, ne? So, jetzt... Keine Ahnung. Ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg als da drüben. Ist mir aber Banane. Scheiß drauf. Hauptsache, die verbinden sich. Jo, super. So, hier hätte ich gern auch nochmal 2. Ja, das geht natürlich nicht. So, und hier geht's dann, obwohl, warte, da müssen wir gucken, ob das vorbeipasst. Aber ich glaube schon, ne? Ja. So, okay. Da kommt die Verbindungsstraße hin. Dort.
Und jetzt müssen wir nur noch. Boah, das ist super groß. Aber ich finde das so optisch tatsächlich am besten. Den hölzernen Turm, den setzen wir einfach mal hier vorne auf die Ecke. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt durchkomme. Ah, noch nicht ganz. Ja, hier muss ich auch so eine ganz, ganz minimale Kurve bauen. Oder ich mach's anders und... reiß das nochmal ab. Warte mal, das müssen wir nochmal umbauen. Oh, ist das hier alles... ist das hier alles wild? Jo. So. Dann fällt das gar nicht auf, dass wir hier geschummelt haben. Und du, mein Freund... gehst bitte hier hin. Ja, irgendwo haben wir den Punkt. Boah, da ist er. Irgendwo ist da der Punkt. Wieso kann ich den da nicht raufbauen? Willst du mich verarschen? Wieso geht denn das nicht? Also du kannst schon mal dahin, du bist nämlich Luftfracht und du bist der Kollege. So, und warum kann ich jetzt hier nicht rüberbauen? Geld habe ich? Wieso geht denn das nicht? Ich komme doch hier auch rüber. Hä? Winkel an der Kreuzung sollte 90 Grad betragen. Denk mal nicht drüber nach. So. Dann kommen die... dann kommen die hier alle an. Das hier ist nur Quatsch. Das brauchen wir nicht. Dann kommen die hier alle an. So, landen, landen, landen. Blub. Runter, runter, runter. Und dann runter, 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 runter. Runter, runter, runter. Wunderbar. Und zurück geht's dann, ja, können Sie sich aussuchen, entweder hier lang oder dann eben hier runter. Und dann muss ich halt nur noch eine Verbindung, nur noch ist gut, zu dem Kollegen hier bringen. So, und dann würden die auch abfliegen können. Das ist der Teil theoretisch für Passagiere. Der ist super groß. Der wird auch nicht ansatzweise ausreichen. Aber wir werden bestimmt im Laufe der Zeit auch noch bessere Sachen finden. So, Ramp Service müssen wir hier machen. So, jetzt bauen wir uns mal hier irgendwas zusammen. Ich muss erstmal eine Verbindung schaffen. Ja, das geht ja wieder nicht so rum. Ach, guck mal, können wir sogar darauf bauen. Schön. Ja, sorry, ich muss ihn schon wieder umsetzen. Haha. So, zack. Zack, zack. Den Kollegen können wir jetzt schon mal irgendwo hinsetzen. Beispielsweise hier auf die Ecke. Oder hier hin. Gott, das wird so teuer, ne? Ja, darüber brauchen wir uns jetzt nicht beschweren, dass das jetzt alles nicht parallel ist. Ist mir egal. So, dann haben wir ihn noch, den Ramp Agent. So, ihr werdet von außen beliefert. Da müssen wir eigentlich gar nicht weiter was machen. Die müssen dann halt hier durchfahren, ist ja egal. Und du, mein Freund, Mann, das ist kacke, dass ich das nicht hier an die Straße ranbasteln kann. Überlegen. Ich muss das theoretisch so bauen. Ich baue es hier hin. So.
So, da gibt es die Anbindung. Ich mache die Anbindung auf jeden Fall so. Und ich würde gerne hier eigentlich auch noch rüber. Ich weiß gar nicht. Nee, hier komme ich nicht lang. So, da können hier nämlich Passagiere ankommen. Ehrlicherweise, den können wir uns klemmen. So. Ja gut, ich könnte... Obwohl, ich finde die Kreuzung nicht schön. Und wir haben ja hier eine Abzweigung, alles gut. Okay. So, da müssen wir noch alles verbinden. Also nur noch ist gut. Aeromils. Zack. Ja, müssen wir gucken, ob das überhaupt ausreicht. Du, mein Freund, kriegst auch alle die. Du hast 4, das ist viel zu wenig. Wobei man Treibstoff relativ schnell hinbekommt. Fracht ist ein Problem. Da müssen wir aber einfach mal gucken, ob das alles so... Also, wie langsam die dann tatsächlich sind. Das allergrößte Problem übrigens ist... 2 Stück Holzrampenservice, müssen wir auch mal gucken. Der Kollege hier. Das hier ist leider das allergrößte Problem. Weil die Passagiere, anders, die blöden Busse stehen alle hier und versperren sich gegenseitig den Weg. Also wenn einer hier auf neue Passagiere wartet, steht meistens schon ein Bus dahinter, der Passagiere abgeben will. Aber weil es nur einen einzigen Ablaufpunkt gibt, stehen die sich hier sowas von alle im Weg. Das ist grauenvoll. Ich brauche unbedingt ein größeres Ding. Ich weiß, es gibt ein... Hier. Ist das das? Ich glaube, das ist das, ne? Oder? Luftfracht Facility? Boah, ich bin mir unsicher. Nee, das macht nur Fracht. Scheiße, wo war denn das? Das ist die Flugkontrolle. Die müssen wir übrigens auch bald bauen. Ah, wo war denn dieses größere Gebäude für... Hier, erweitertes Terminal. Das ist es. Das muss ich unbedingt bauen. In der Hoffnung, dass es hier besser wird. Weil das hier ist grauenvoll. Den Traktor weiß ich nicht, ob wir den brauchen. Die Treppenmontage würde ich mir gerne auch mal angucken demnächst. Wenn wir hier mit diesen Dingern durch sind. Wobei, jetzt habe ich schon fast alles gebaut. Also eigentlich können wir uns das hier fast schon klemmen. Kann ich vielleicht die Forschung nochmal umbauen. Okay. So, mit dem Teil bin ich sehr zufrieden. Jetzt hätte ich gern noch einen Ort für die ganzen Frachtflugzeuge. Ich hoffe, das passt vom Geld. Und zwar hätte ich gerne auch nochmal 8. So. Kann ich ganz kurz überlegen, wie ich das baue. Also ich würde gerne mit dem zweiten gehen. Kann übrigens sein, dass wir das hier gleich umbauen. Oder wir machen es uns einfach. Ja, wir machen es uns einfach. 4. Und die anderen 4 kommen genau hier hin. 1, 2, 3, 4. So, und dann machen wir uns ganz einfach das so. Und das so. Muss überlegen. Nee, eigentlich muss ich nicht überlegen. Ich muss einfach nur hier eine Verbindung machen. Und die kann ich wieder abreißen. Nee, die kann ich nicht abreißen. Zack. Und dann können sie hier ihre Bademeisterrunde fahren. Genau, hier kommen dann alle raus. Das hier ist mir egal. Ah, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen blöd. Warte mal, das muss ich umbauen.
Wir werden leider sehr, sehr viele Flugzeuge irgendwann haben. Und ich brauche ein bisschen Platz, wo die sich anstellen können. So. Das ist ungünstig eigentlich. Wobei das der einzig vernünftige Weg ist. Weil ich dann hier nämlich die ganzen Gebäude bauen kann. Die Versorgungsdinger. Tja, die fahren halt super lange dann. Aber ist egal. So. Oh, bitte geh hier ran. Ja, es geht. Oh, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ja, es geht beides ran. Super schön. Nummer 1. Nummer 2. Und wir haben alles fertig. Das sieht doch mal nach einer Verbesserung aus, oder? Also, hier kommen sie entspannt an. Ah, ich muss halt echt so planen, dass die nicht alle gleichzeitig ankommen. Gut, das ist jetzt. Wenn kein Tower aktiv ist, sind es 15 Minuten. Ich muss mal gucken, wie der. Wie heißt denn das? Der Intervall ist, nicht der Ping. Wenn der Tower an ist. Ich glaube, hier war es ja so 3 Minuten irgendwas, ne? Dass wir hier nicht allzu viel Wartezeiten dazwischen haben. So, blub, blub, blub. Ja, Wege sind auch noch halbwegs kurz. Das hätte ich gern andersrum gebaut, aber ist egal. Ja, ich werde da nicht langkommen. Da durch. Warte mal. Nee, passt leider nicht. Schade. Also ich kann auch nicht hier die Abkürzung nehmen. Dann hätte ich sonst das hier komplett länger gebaut. Ist egal. Passt schon. Gut, okay. Dann machen wir erstmal Schluss. Ich würde jetzt noch ohne euch die ganze Planung machen. Ja. Ich werde die ganzen Rampen, also die Slots, wieder umbenennen. Dass man so grob ja, alle gleich hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder und gucken mal, wie dieser Flughafen jetzt dann funktioniert. Also, wie gesagt, ein bisschen zweigeteilt. Aber nicht so schlimm. Und wir müssen halt gucken, ob wir alles versorgen können. Das hier sehe ich eher als kritisch an mit Vieren. Das sollte passen. Also vielleicht müssen wir hier auch nochmal eine zweite oder na, ja, hier können wir sogar noch Upgrades machen. Aber hier müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal ein zweites bauen. Also bei dem hier auf jeden Fall. Aber es ist ein bisschen abhängig davon, wie viele Passagierflüge wir haben. Okay, gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Nächste Folge Skyhaven, meine Lieben. Adieu.